So, Freunde, Spielkultur, der Marathon von Demos geht weiter. Wir spielen jetzt den Car Manufacturer, ein Tycoon, wo man Autos zusammenbauen soll. Da gab es mal vor Ewigkeiten eins, ich glaube, der hieß Auto Motor City. Nee, ich müsste nachgucken. Danke, Andy, übrigens für dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Es gibt so einen ganz alten, wo du in der Historie auch anfängst. Ich vergesse den Namen inzwischen immer. Ich bin so schlecht, weil so viele Spiele da sind. Wo du auch die Fahrzeuge dann auf Strecken testfahren konntest und du hast halt die neuen Motoren entwickelt und all so Geschichten. Das war früher für mich, ich glaube, Oldtimer hieß er, genau. Oldtimer hieß dieses Simulations- bzw. Tycoon-Spiel damals. Und das war für mich das ultimative Spiel. Ich weiß gar nicht, bis welches Jahr das ging, aber du hast halt immer die neuen Fahrzeuge gemacht und hast sie zu Autorennen geschickt, um Werbung zu machen für dein Automobil. Und hast sie dann, sag ich mal, in der Fabrik auch zusammengebaut. War, als Kind fand ich das super komplex, bin 8000 Mal bankrott gegangen und ich gucke jetzt mal, was Car Manufacturer kann. Es sah in dem Trailer eigentlich ganz angenehm aus. Und wir können nur ein Szenario spielen in der Demo. Indianapolis 501. So, die Indianapolis 501 Rennen ist, also startet bald. Wenn du deine Ressourcen richtig managst und dein Brand-Image gut versorgst, wirst du auf jeden Fall in der Lage sein, ein Gewinnerteam zusammenzuführen mit einem perfekten Rennauto. Mein Gott, meine Übersetzung ist sehr schlecht. Aber auf jeden Fall scheinen die hier auch das Thema aufzubringen, dass natürlich solche Fahrzeuge immer wieder bei Rennen aufgestellt wurden, um zu zeigen, wir haben die beste Technik. Dafür gibt es ja die Rennen eigentlich. Dafür gab es eigentlich irgendwann ein Motorrad, also Motorrad oder Autorennen, um zu beweisen, pass auf, unsere Karre ist einfach am besten, unser Motor ist am besten, unser Getriebe und unsere Federung. Und jetzt machen wir Autos für die normale Bevölkerung, wo das alles nicht drin ist. Und danke, es ist Hype Train. Tesla. So, nehmen wir ein Logo. Ist ja alles schrecklich. Und wir können nur in Detroit starten. Betrug. Eine Demo muss gefälligst in der deutschen Automobilindustrie starten. Ja, ich möchte gerne das Tutorial spielen. So, am Anfang des 20. Jahrhunderts machen wir unsere Fabrik auf. Und ich werde der Leader von einer Automobilfabrik. Es liegt an dir zu zeigen, was die Zukunft der Automobilindustrie ist. Hallo, ich bin Henry, dein Assistent. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine ersten Autos zu produzieren. 1900 fangen wir genau an. Links oben, das sind Verkäufer, Salesmen. Ich dachte, das wären Verbrecher. Wissenschaftler, Transporter, Mechaniker. Editor Mode, Play Mode, Sales Promotion, Technologie, ich gehe schon mal das Interface durch, Research, Economy. Unten rechts haben wir sowas wie eine Sternwertung, was mit der Population, also nicht Population, mit der Popularität der Fabrik zusammenhängt. Und mein Geld. Früher konnte man mit $7000 noch eine Fabrik aufmachen. Fabrik plus Verkaufsraum. So, Editor. Und wir sollen jetzt erstmal eine Kategorie auswählen, dann sollen wir ein Brick-Gebäude bauen und dann bauen wir unser allererstes Gebäude. Nur wenn man zwei volle Geldsäcke rumträgt, ist man doch kein Verbrecher. Kommt auf die Tageszeit drauf an und auf die Hautfarbe leider. So, das Gebäude kann modifiziert werden, wir können das erweitern, wir können Inhalte, wir können es drehen. Alles total super. Wenn ich es anklicke, kann ich Wände erweitern oder zusammenziehen, kann es auch komplett löschen oder das ganze Gebäude wegbewegen. Aber jetzt geht es darum, wir wollen natürlich eine Assembly Station, wo wir ein Auto zusammenfügen können. Eine Garage, bestimmt gar nicht ein Gate zum Rein- und Rausfahren. Transportband.
Ah ne, das ist ein Teileband, ne? Muss einen Eingang, beziehungsweise es muss einen Ausgang geben. Beweg den mal, ich möchte den rotieren. Dann, also es ist eine Arbeitsstation, würde ich eher sehen. Das Auto wird halt lang gefahren und dann, ne? Kann das Auto letztendlich an den unteren Stationen von Arbeitern bebaut werden. So, was ist das? Ein Storage. Du machst eine Storage Zone, um da Paletten hinzustellen. Naja, ist jetzt auch nicht verkehrt. Für deine Teile. Brauchst nicht ein Eingangstor? Nö, Autos werden einfach aus der Luft, die waren in die Station, in die Fabrik reingeworfen und dann geht das los. Und da ist ein Transportding, dann geben wir an, dass die von da Teile holen sollen und da reinbringen. Hallo, junger Mann. Darf ich Sie vielleicht für ein Auto interessieren? So, Play Mode. Dann kann ich das K-Modell festlegen, was produziert werden soll. Es wird wahrscheinlich jetzt noch relativ einfach gehalten sein. Den Blueprint anpassen. Ich kann eh nur den Jacqueline Number 3 Light and Reliable produzieren. Und da können wir sehen, was wir brauchen. Storage UI. Die Parts werden organisiert, je nachdem welches K-Modell gebaut wird. Du kannst sehen, wie häufig das benötigt wird in dem Auto. So, und der Request ist ausgelegt, dass wir das Doppelte einkaufen. Was dann anscheinend auch automatisch geliefert wird. In das Storage. Dann brauchen wir Transporteure. Weil es auch keine, wie soll man sagen, es gibt noch keine Roboter oder Maschinen. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten, Agility, Stärke, Charisma. So, 5 Leute engagiert. Wir brauchen auch ein paar Mechaniker, um das Auto natürlich zu bauen. Drei Stück. Da kommen sie schon angerannt. Juhu, endlich Arbeit! Es gibt gar nichts zu tun. Oh mein Gott, ich habe nichts zu arbeiten! So, ein Parking-Slot, um die produzierten Autos zu parken und dann kannst du auf dem Parking Slot Parking Spaces setzen. Wo die fertigen Autos reinkommen, sogar überdacht. Und ich glaube, wir machen jetzt einen Verkaufsraum. Macht bis jetzt schon mal einen ganz netten Eindruck. Verkaufsarea.
Dann brauchen wir natürlich einen Schreibtisch, weil nur mit Schreibtisch kannst du ja gut. Aber was haben die denn da für einen Stuhl? Ist das für den Mitarbeiter? Nee, das ist für den Kunden. Hut ab, ey. Klienten werden jetzt in eine Fabrik kommen, um Fahrzeuge zu kaufen. Klienten wollen eigentlich ein spezifisches Modell. Aber Verkäufer können ein ähnliches Modell verkaufen. Es gibt immer wieder eine Chance, dass ein Verkauf fehlschlägt. Mach Werbung für deine Autos oder reduziere den Preis, um mehr zu verkaufen. Das wird die Werbung sein. Da kann ich mein Produkt sehen, in welchem Jahr die veröffentlicht wurden. Der zeigt mir, wie viele Autos ich zum Verkauf habe. Meine Assembly Lines, also wie viele Produktionslinien habe ich. Vor allem, es kostet $523. Jetzt muss man natürlich wissen, wie viel $523 um 1900 rum waren. Wahrscheinlich ein Haufen Asche. Wir können hier einen Bedarf sehen, wir sehen Kosten für die Parts und wir haben ein Einkommen von $215 pro Auto, was wir verkaufen. Und Promotion könnte ich übrigens zum Beispiel auch so eine Drehscheibe auch machen. So, jetzt brauchen wir aber erstmal einen Verkaufsmann. Die anscheinend auch den ganzen Tag übrigens hier arbeiten. Die gehen nämlich nie nach Hause. Schau zu, wie ein erstes Auto verkauft wird. Vielleicht sollten wir auch erstmal das erste Auto zusammenbauen. Aber die sind ja immer noch die Teile am Holen. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen eine zweite Tür machen und zwar nach da. Weil hier ist der Marktplatz und der vom Markt holen die Teile immer. Was? Eine Tür kostet $2? Die $523 entsprechen heute ca. 18.400 US-Dollar. $1,890 wären heute $32,55. Dankeschön. Da hat jemand im Chat richtig Langeweile gehabt. Was nicht schlimm ist. Ist auch schön mal zu wissen. So, jetzt habe ich den Weg ein bisschen abgekürzt. Keine Übersicht über mein Personal, weil hier oben sind nur neue Leute, die ich anheuern kann, dann scheinen die wohl immer automatisch zu arbeiten. Okay, die Trageanimation ist vielleicht nicht optimal gewählt. Aber es ist auf jeden Fall ganz süß, dass sie wirklich jedes einzelne Teil schicken, also tragen. Sogar die Gesamtkarosserie wird rübergebracht. Und zusammengehämmert. Oh nein, diese Fußmatte. Es sieht manchmal auch ein bisschen so aus, als... Schwierige Situation. Jedes Pferdekutschenrad einzeln. Also das Tragen ist wirklich schlimm animiert, aber es ist wirklich schön, dass wirklich jedes einzelne Teil an diesem Auto drangesetzt wird und drangehämmert. Üp, üp. Auto Nummer 1 ist fertig. Auto Nummer 1 ist fertig.
Und dann lässt es vom Azubi auf dem Parkplatz fahren und dann sagt, kommt, Chef, ich hab Malheur. Und da kommt direkt ein Kunde und hat gesehen, ich hab gesehen, sie haben ein Auto produziert. Ja, wir haben Auto produziert. Das kompensiert ihren kleinen Penis. Ja, das will ich haben. Nee, nicht für den Preis jetzt. Na gut, mein Freund. Ich nehme jetzt das Auto einfach mit und bezahlt habe ich sowieso nicht. Piep, piep. Vor allem, er steht im Auto, glaube ich. Das ist, glaube ich, bei der ersten Karosserie nicht so geil. So, spiel und guck, wie du deine Fabrik verbessern kannst. Es scheint, als wenn du einen Quest hast. Machst du Quest auf, ist leer. So, Technologie hilft dir, deine Produktion zu verbessern. So, Unlock Research Department. Und dann holst du nämlich neue Autos dadurch. Das ist Car Blueprint. Take Loan, hier ist die Forschung. Das hier ist die Forschung für weitere Fahrzeuge. Die Demo ist echt sehr ausgereift. Ich finde das bis jetzt wirklich interessant und gut, weil das Problem ist bei, es gibt ein Car-Mechanic, also Spiel, ein Tycoon, wo du wirklich jede Kleinigkeit am Auto machen kannst. Und hier ist halt der Augenmerk doch eher auf Fabrikation, Fabrikmanagement und halt Kohle verdienen. Ne? Und das finde ich halt ein bisschen angenehmer. Wenn jetzt natürlich noch die Sache drin ist irgendwie, dass du irgendwelche Rennen gewinnen musst oder, ne? Erlaubt dir zwei Workstations zu verbinden. So, Research Department, da kostet uns eine Woche. Das kostet übrigens alles irgendwie nichts. Kann ich Sachen gleichzeitig forschen? Ach so, ich schalte dann um auf die andere Forschung. Dann machen wir erstmal nur das. Aber es gefällt mir schon ganz gut. Ist wirklich schon ganz gut durchdacht. Bis in welches Jahr es geht, weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt erstmal eine Demo. Forschung. So, dann gibt es einen Bereich, um neue Blueprints für Fahrzeuge zu erforschen. Und Workstation, Research Desk. Da stehen die Leute und sagen, oh, dieses Leder ist aber sehr schön. Riech mal an dem Zedernholz. Das sollten wir in unserer neuen Serie verwenden. Oh, wir haben jetzt einen Gegner. Generic Motors. Natürlich, Generic Motors macht immer die besten Fahrzeuge. Ich habe eine freundliche Unterhaltung mit ihnen. So, einen neuen Blueprint rausfinden. Zu dieser Zeit hatten die Probleme noch nicht. Ja, zu der Zeit war noch so, Hauptsache es fährt. Genauso habe ich mir Forschung immer vorgestellt. In den 1900er. Damals war alles viel magischer.
So, Advertisement 1 freischalten. Beziehungsweise Production Line sollen wir ja auch machen. Aber wir machen erst Advertisement 1. Ich glaube, es gab auch gar kein Feedback dafür, dass die Forschung fertig war. Der erste Unfall kann erst passieren, wenn zwei Autos auf der Straße sind. Ja doch, hier unten gibt es kleine Notification, wo mein Kopf gerade ist. Dann gibt es hier so ein kleines Icon, was reinkommt, wenn die Forschung fertig ist. So, jetzt können wir einen Sales-Slot machen und da ein Auto vorstellen, also draufstellen als Promotion. Toilette for doing your business. Ah, da ist der Promotion-Slot. So, dann machen wir den Jacqueline Nummer 3 in die Promotion-Geschichte rein. Und wir kaufen Flyers. Und jetzt haben wir schon wieder einen neuen Gegner. Die Walter Corp. Sie sind Experten in PR. So. Ich soll eine Autonachfrage von 5 erreichen und 10 Autos verkaufen. Können wir mal Produktionsline 1 freischalten. Danke, El Rifat, für dein Prime-Sub. Vielen Dank für die Unterstützung. Sehr freundlich von dir. Ah, Typ T-Klasse ist discovered. Und jetzt kannst du das erforschen. Habt ihr gut gemacht, Wissenschaftler. Typ T-Klassik, das Original. Wo kann ich das denn nochmal mit den Autos sehen? Oder ist das hier drin gewesen? Ja, das war hier in der Promotion drin, ne? Ja, Bedarf ist 1 von 100. Jetzt können wir eine Produktionslinie machen. Also mehrere Stationen. Man kann festlegen, was wo dran gebaut wird und so die Produktion optimieren. Aber ist das dadurch schneller? Ja, doch, eigentlich schon, weil jede Station kann ja dann wieder 3 Mechaniker engagieren und die sind sich ja nicht im Weg. Drehen wir bei X.
rein, jetzt ist das Lager leer. Ach komm, du kannst die Farbe auch anpassen, theoretisch. Ich glaube, ich habe nochmal den Transportlink gemacht. Ah, hier war das, ne? Ja. Eigentlich hatte mir gesagt, ich soll nur zwei Stationen jetzt machen. Ich habe eigentlich übertrieben. Ja, reiß das mal ein. Transportwege. Danke übrigens für den Chat, da hat mich kurz daran erinnert, wie ich noch was mit dem Transportweg gemacht habe. So, hier rüber, 5 weitere Transporter einstellen. Was natürlich jetzt gerade noch fehlt, ist wirklich so ein Management. Starte die Quest, mehr Autos zu produzieren. So, ich denke mal, dass die Forschung ja fertig ist hier. Waiting Room, Free Coffee. Weißt du, was irritierend ist? Du kannst mit Escape Menüs nichts zumachen. Da kriege ich immer die Krise bei Entwicklern, die sagen, das wird schon funktionieren, dass der Typ immer wieder unten hier auf die Buttons drückt und nicht mit Escape zurück will in die Hauptübersicht. Ich bin einfach so ein Escape-Drücker. Ne, mach mal auf 2 Request. Menüs macht man nicht mit Alt F4 zu, mit Alt F4 bannt man dich im Chat. Sogar eine einmalige Geschichte, beziehungsweise kann ich das nur erweitern? Ja. Her, die haben Bücher hier, die müssen schlau sein. KUK, so klug.
Increase speed of cavalry builds. Marketing. Bau 2 Car Slots. Ich sehe übrigens gleich ein Problem. Meine Lagerhalle ist ein bisschen zu lang. Mein Verkaufsraum ist ein bisschen zu lang. Aber die Farbe hat sich geändert. Ich habe ja gesagt, ich will den weißen produzieren. Gib mir Paletten. Stell deine Ausdauer am Flughafen ab, machen doch alle. Ach, so ein Unsinn. Typ T-Klasse, das Original. Machen wir auch in Weiß. Hier kann ich auf die Workers gucken, ob die glücklich sind und ob die arbeiten. Ich gehe jetzt einfach mal voraus, dass jede Plattform eigentlich 4 Mechaniker braucht. Ich konnte übrigens vorhin gar keine 3 Workstations machen, das Max, also bei Product Line ist ja nur auf 2 gewesen. Hier kann ich dann 4 zusammenfügen. Es warten 3 Leute darauf, ein Auto zu kaufen. Die auch noch alle gleich aussehen. Ich arbeite anscheinend mit der Mafia zusammen.
Mein Geld ist übrigens schon ganz schnell am Struggeln. Müssen wir ein bisschen mehr verdienen. Sorry, da sagst du hier, exakt meine Arbeit ist, da baut man ein Lager zwischen beiden Bändern, um Produktionsfläche zu sparen. Ich muss einen Kredit aufnehmen, weil ich kein Geld mehr habe. Ah, das ist das Master B, Custom Racing Car. Meisten Autos produziert. 87 Ferry Motor & Co. Bestselling Modell R. Tesla ist das most popular brand. Ich habe auch die beste Fabrik. Die am glücklichsten Arbeiter sind natürlich auch bei Tesla. Ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Zeit in Woche 2 von... Moment, W2, September 1900. Achso, die dritte Woche von September, so ist das zu sehen. Aber es ist wirklich für so eine Demo. Ich glaube, das Spiel hat auch kein Release-Datum, ist das schon ziemlich gut durchdacht. Autos werden rausgefahren, außerdem nach der Produktion mit den Produktionsstationen ist das auch schon eine ganz coole Geschichte. Dass du später mehrere Produktions... Also es ist schon eine coole Sache. Wenn die wirklich dann die Automatisierung machen, später, wenn das mit den Jahren voranschreitet, dass dann halt, sag ich mal, deine frühere Anlage, wo du dann ganz viele Mechaniker gebraucht hast und rumgehämmert hast, dass du später wirklich dann auch Maschinen hast, die Automatik... Also automatisch zusammenbauen, gewisse Teile am Fahrzeug, Lackierungsstationen und so weiter und so fort. Kann das hier ein super interessantes Spiel werden, vor allem durch die Entwicklung, wie die Industrie sich halt verändert mit den Jahren, ne? Kommt natürlich darauf an, wie weit man das aufbläht. Okay, wir sollen bei dem Rennen mitmachen. Wir müssen ein Rennauto produzieren. Wir müssen Geld sparen für einen Sponsorship und müssen auch auf unsere Reputation achten, um den besten Fahrer zu bekommen. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Modellierungsstation, futuristisches Thinking. Was haben die da für Bilder eingesetzt, ey?
Machen wir die ein bisschen teurer. Durch Forschung habe ich ja, glaube ich, 10% höhere Chance eh schon, die zu verkaufen. Im Deal. Und die Kunden reißen sich ja danach. Theoretisch. Was, ich soll 10.000 Geld haben, das kann ich nur per Kredit machen. Ich verbanne euch mal in die Ecke. Kritisiert mich ruhig für mein Lagermanagement. Ich versuche nur die Sachen fertig zu kriegen, die gefordert werden von mir. Erhöhe die Preise und senke die Arbeiterkosten. Ich lasse einfach 4 Arbeiter das machen, was normalerweise 8 Arbeiter gemacht haben. Weil sie inzwischen Erfahrung haben. Ich weiß übrigens nicht, warum es hier diese Storages gibt. Kann er da wirklich irgendwas reinmachen, was Sinn ergibt? Der Master Bee. Der darf blau sein. Ich glaube, ich kann sie nur feuern. Ich kann. Es gibt zwar wohl Mods später. Modifikatoren. So, das wird ja wohl passen. Jetzt werden erstmal die Waren wieder angeliefert. Ist ja alles wieder teuer. Endlich, jetzt gibt es eine Penisverlängerung mit Auto. Guten Abend, Topolino. Ich grüße dich. Ich möchte mal eben den Verkaufsraum schon mal erweitern, damit wir nachher den neuen Wagen ausstellen können. Runter von der Couch, Kunden. Guck lieber, dass die ausgelassen sind. Ich glaube, einige haben nichts zu tun. Alle haben zu tun. Working, 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 idle, working, idle, working, 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 working.
Also sieht so aus, dass in Regal nichts reinkommt. Ah, das ist der erste Racer, der abgefertigt wird. Blup. Wum, wum. Mehr Parkplätze. Ich habe geträumt von einer Zukunft, wo man für Parken Geld bezahlen muss. So ein Spinner. Der hat wohl zu viel an der Bleifarbe geschnüffelt. Schmeißt ihn raus. Geil, jetzt habe ich euch mein Auto aus Versehen gelöscht. Bisschen Schwund ist immer. Was? Der Arbeiter hat schief geparkt? Sind hier einfach Frauen anwesend? So, was machen eigentlich meine Salesmen hier die ganze Zeit? Nichts. Idlen. Also hier unten ist schon mal irgendwas, was vielleicht die Möglichkeit gibt, in Zukunft irgendwas zu machen. Ach scheiße, ihr kommt nicht mal an eure Forschungstische dran. Oh, ich habe kein Geld mehr, schon wieder. Macht nichts, wir machen noch einen Kredit. Danke, Topolino, für deinen Stufe 1 Sub. Vielen Dank für die Unterstützung. Da fällt mir ein, wir haben doch schon die Produktionslinie erweitert gehabt, ne? Ah ne, die war ich glaube ich am Forschen, aber es ging halt nicht weiter, weil meine Forscher ja nicht da rankamen. Ah, ist das schön, Leuten bei der Arbeit zuzusehen. Nein, nein, nein! Irgendwie sitzen meine Wissenschaftler rum und machen nichts. Gerne, war schon lange fertig, folge dir auf YouTube schon seit über 10 Jahren. Das können nur 10 Jahre und ein Monat sein. Weil das entspricht, ich hatte mein einjähriges vor 2,5 Wochen, glaube ich. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass du schon so lange mich verfolgst. Boah, aber die Armen, die ganze Zeit transportieren müssen. Jemand so lange zu stalken, zeugt vor großem Durchhaltevermögen. Es gibt keinen Bedarf übrigens für die Flitzer hier. Hat das damit zu tun, dass ich noch nicht die Promotion
Forschung gemacht habe. Ach, ich habe jetzt schon das nächste gemacht. Stimmt, hier Advertisement, das müssen wir noch forschen. Man kann das wohl anklicken, aber es funktioniert noch nicht so richtig. Das sind auch Rennautos. Dann nehme ich den Blueprint erstmal raus. Aber du kannst Rennautos auch verkaufen. Es gibt halt noch keinen Bedarf, weil die Leute noch nicht wissen, was denen fehlt. Leute, Leute, ganz neue Rennautos. Habt ihr einen kleinen Püllermann und wollt ihr vielleicht die heiße Tochter von gegenüber in euren Mitvierzigern einfach zur Liebe überreden? Dann ist Rennauto das richtige Auto für dich. Da, ich habe ein Rennauto verkauft. Hier nix, das wird nicht verkauft, weil es nur ein Rennauto ist. Es fehlt halt an Population dafür. Jetzt habe ich das natürlich aus der Produktion rausgenommen. Dankeschön, Chat. Aber ich mache halt diesen Typ T-Standard 3. Und der wird sich wahrscheinlich noch besser verkaufen. Ich bin eigentlich nur wegen Proof sein Humor hier. Ich gebe dir gar keinen Humor. Für Humor muss man lustig sein. Und ich habe überhaupt nichts mit lustig. Leute, ich musste mir die Kardashians ansehen gestern Nacht. Ich bin eh gehirnmäßig, bin ich total im Eimer. Wie kann man so viele Arschimplantate in eine Serie geben? Das hat mich innerlich einfach fertig gemacht. Und alle sehen aus und die Serie, es geht einfach nur, ich muss jetzt über Kardashians reden, über die Serie, weil ich einfach gezwungen wurde, das zu gucken. Wie kann man die ganze Zeit da sitzen als Frau und sagen, das ist so lustig und du hast überhaupt keine Regung im Gesicht mehr, weil du einfach voll mit Botox bist. Das ist so lustig. Alter, und ich stelle mir in jeder Szene vor, wenn die irgendwo langlaufen, dass sie das Warngeräusch vom LKW fürs Rückwärtsfahren. Piep, piep, piep. Sollen sie leben, wie sie wollen, aber ich weiß nicht, was der Hype dahinter soll. Sind auch nur Menschen mit einem schwierigen Selbstbild. Obwohl ich glaube, alle von denen gehen zur Therapie. Gute Nacht, Pascal, Bruno. So, T-Standard-Serie. Im Chat. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und erhol dich gut von diesem Demo-Stream. Willst du nicht auch für Geld Implantate in deinen Hintern packen? Ich bin ja eigentlich jemand, der mehr Hintern mag als Brüste, aber das ist einfach da zu viel. Also für meinen Geschmack. Andere können ja andere Geschmäcker haben. Tut mir leid, den Wagen gibt's gar nicht mehr. Wir bauen jetzt den T-Standard, der bringt auch mehr Geld.
glaube, die machen manchmal Pause, meine Arbeiter. Finde ich gar nicht so gut. Mal den Bedarf für den steigern. Ihr arbeitet alle zu langsam. Das Rennen ist in 35 Tagen. Wir müssen 2000 machen in der Zeit. Also gebt mal ein bisschen Stoff. Den Rest kann ich mit dem Kredit. Erledigen. So, Editor's Choice. Mehr auf Page 2. Most Happy, Most High Tech. Die das profitabelste Fabrik und Best Factory Overall. Aber wir produzieren immer noch die meisten Autos. Halt, stopp. So, biet man nicht mehr an. Ich glaube, die Anzeige ist falsch und sind gar keine 10 Dollar, die das kostet. Weil gerade habe ich ein bisschen mehr Geld verloren. Scheiße. Ich schaffe es nicht. Zum Rennen. Man müsste natürlich auch irgendwie Gruppen besser also zuteilen können für die Produktionsketten. Um das Ganze halt so ein bisschen mehr zu optimieren. Aber so insgesamt ist das schon ein cooles Spiel. Bis jetzt. Ich glaube, das könnte mir gefallen im Release. Macht keinen schlechten Eindruck. Kredite nur ganz kurz davor. Verkaufen gerade noch 2 Autos. Die fahren gerade vom Platz. Aber es reicht ja nicht. Dann komme ich auf 8400, das ist zu wenig. Nein! Verloren! Und warum? Weil Produktionen gelöscht werden. Ach guck mal, ich kann den Master Bee benutzen und kann dann einen Fahrer anheuern. Auf Basis von meinem Geld und Prestige. Modell R, Modell E. Start the race. Nach einem spannenden Rennen sind wir die Gewinner. Ja, ich habe in Indianapolis 501 gewonnen. Du hast 66 Autos produziert, 55 wurden verkauft. Was ist mit den anderen passiert? Leute wurden engagiert und sie waren glücklich für dich zu arbeiten. Aber es ist dann die Demo. Hat genau eine Stunde gedauert. Cooles Spiel.
Anscheinend wurden 11 wirklich geklaut vom Parkplatz. Vielleicht musst du später Sicherheitskräfte haben. Ja, schade, ist schon vorbei. Demo kann sich natürlich jeder laden und es besser machen als ich, obwohl man ja tatsächlich alles gesehen, was drin ist. Und ich habe einen Net-Profit von 1227 gemacht, also war alles nur auf Pump. Aber cooles Konzept. Mal gucken, was da bei Release sein wird. Auf jeden Fall jetzt heute eine der besseren Demos. So, wer es auf YouTube gesehen hat, danke fürs Zuschauen. Im Stream machen wir noch ein bisschen weiter.